Servus Leute und willkommen zum Dienstagsvlog. Ja, bei mir ist Freitag. Der Freitagsvlog ist gerade in Arbeit. Und ich habe gerade mit dem Trommelmähwerk das letzte Mal für 2018 gemäht. Da steht der IHC mit Mähwerk. Ja, ich habe das ganze Gras auf der Wiese jetzt gar runtergeholt. Es sollte die nächsten Tage dann schon wieder Regen kommen. Und da habe ich mir gedacht, dann mähe ich es weg. Ja, da unten das Stück ist natürlich jetzt nicht so dicht bestanden wie der Rest. Ist teilweise recht dünn. Und darum bringe ich jetzt das Mähwerk heim, öle es dann gleich ein, weil mit dem bin ich wie gesagt durch. Ich blase es im Großen ein wenig ab, öle es ein, stelle es in einen Stottel rein. Dann muss ich den Kipper rausfahren, dann hänge ich den Schwader an, ziehe ich das ganze Material noch ein wenig zusammen. Der Schwader muss sowieso raus, weil der Häcksler dann gleich noch in der Stottel soll. Ja, und anschließend können wir dann den Häcksler wieder auframmen, dass der dann drin ist, und den Kipper wieder rein. Und der IHC kann dann endlich wieder an den Platz, wo er hingehört. Und dann haben wir da mal wieder ein wenig Ordnung. Ja, ich klappe jetzt schnell das Mähwerk ein. Die Trommeln sind jetzt gleich ausgelaufen. Yep. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Schwaden jetzt gleich wieder. Vom Mähen habe ich absichtlich kein Video gemacht. Das haben wir jetzt so oft gehabt das Jahr. Ich glaube, das ist irgendwann dann doch einmal langweilig, wenn ich ständig wiederhole. Deswegen jetzt hole ich einfach mal den Schwade. Und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt beim Schwaden. Ich habe schon mal angefangen. Ja, wir haben da oben eine Bahn, da eine Bahn. Und ja, da legen wir jetzt das Schwad. Und das da unten, das ziehe ich alles komplett zusammen. Und dann schauen wir mal, was draus wird, was es noch gibt. Ich meine, die Welt ist es nicht mehr, aber ich mag es jetzt mit dem Schwad zusammen, weil da mit dem Ladewagen drüber fahren, da nimmt er nichts auf. Das ist so kleines Gekrümel, deswegen ziehe ich es ein bisschen zusammen. Dann ist die Chance, dass es mitnimmt, doch höher. Ja. Und, wie gesagt, läuft soweit. Machen wir mal weiter. Thank you.
wieder Samstag. Ich bin unterwegs, hole das Futter für meine Viecher aus dem nahegelegenen Verbrauchermarkt. Aber jetzt muss ich nur schnell neu auf Kühlbach. Ja, da fahren wir jetzt einfach einmal hin. Das kostet mich keinen Cent. Das ist wunderbar. Meiner Viecher freut's. Was ich jetzt gleich beim Überfliegen gesehen habe, da sind wieder Kartoffeln dabei für die Schweine, da sind Bohnen dabei für die Schweine, Salat für die Hühner, Tomaten für die Hühner, Paprika und Äpfel für die Pferde. Also eine richtig klasse Mischung. Da werden sie sich dann wieder freuen, wenn ich das aussortiert habe. Spannend, wann die fertig ist. Es geht jetzt seit 4 Jahren. November 2018 hat es geheißen. Allerdings hat es geheißen, Mitte Oktober soll die Straße hier gesperrt werden. Naja, jetzt haben wir Ende Oktober und die ist immer noch nicht gesperrt worden. Auweia. Kulmbach, die große Baustelle. Erdbewegungen und Bauarbeiten.
fahren wollen. Schalten ist jetzt nicht mehr. 69 PS. Im dritten Gang geht es normalerweise rauf, aber wenn er mal unten ist, kriege ich den dritten Gang nicht mehr rein. Im letzten Video bin ich gefragt worden, was denn aus der Wiese geworden ist, die abgebrannt ist. Ja, es war gar keine Wiese, das war das da. Ohne Hacke. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt gehabt, aber scheinbar bin ich noch nicht ganz angekommen. Das ist diese Fläche, 2,71 Hektar, da ist Weizen drauf. Und der kommt langsam. Es ist Wasser gekommen, jetzt kommt er hoch. Freund wartet schon. Ist aussortiert, steht wieder da der ganze Haufen. Zwei Kisten für die Pferde, eine habe ich schon verfüttert, also sind jetzt noch zwei, drei waren es. Ein bisschen was für uns selber, dreimal für die Hühner und ein Pott hier für die Schweinchen und ein Pott für die Schweine steht bereits hier. Eine Zitrone oben drauf, Bohnen, Champignon, Kartoffeln. Beim anderen sind es auch Champignon und Kartoffeln und jo, passt.
Ja, aussortiert habe ich dieses Mal wieder einiges an Biomüll. Heute war es einmal wieder mehr. Also der lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden. Ist das da, also schimmliges Brot und schimmliche Champignon. Die kann man nicht mehr verfüttern. Das kommt mit auf den Mist, dann ist es weg. Ja, aber dann passt es soweit. Die Schweine haben schon einen Teil davon gekriegt. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir hier soweit durch. Ich mache jetzt noch ganz normal meine Stelle. Und dann bin ich für den Samstag schon wieder fertig. Ja, und da haben wir es schon wieder Montag bei mir. Ja, am Wochenende ist nicht viel passiert. Da haben wir im Haus ein wenig weitergemacht. Und naja, den Sonntag habe ich gefaulenzt. Wie gesagt, das darf ja auch einmal sein. Da habe ich so gearbeitet, dass ich am Samstag alles fertig gehabt habe und am Sonntag dann ausruhen. Ja, was habe ich heute ein wenig getrieben? Ganz einfach, ganz normal wie immer. Ich habe wieder eine schöne Ladung Kartoffeln für meine Viecher gekocht und die kann ich jetzt wieder verfüttern. Kriegen die Schweine aber heute nichts mehr. Die hatten heute schon einen großen Berg, vorgestern noch, weil ich habe zwei Töpfe das mal gehabt. Ja, das passt auf alle Fälle soweit. Was habe ich da noch ein wenig getrieben? Ich habe den Schweine- und Hühnerstall ausgemistet. Einmal komplett sauber gemacht. Der Schweinestall hat jetzt vorne die Box schon wieder so ein bisschen batschert gequackert gehabt in der Anlage. Und da habe ich gedacht, naja, dann machen wir es doch gleich sauber. Und das Resultat sieht man da. Eine Radladeschaufel voll. Dann ist das mal raus. Da können wir ja mal spaßeshalber runterlaufen zu den Schweinen. Und dann zeige ich euch ja mal, wie das sauber aussieht. Ich habe auch heute mal eine kleine Änderung vorgenommen. Normalerweise habe ich sie jetzt immer in der vorderen Box gehabt. Und jetzt sind sie aktuell in der hinteren Box. Ja. Vorhängeschlüssel aufmachen. Das kann er. Fremmer eine Stollen rein können. Ja, die vordere Box habe ich hier. Die trocknet gerade wieder. Die habe ich vorhin rausgewaschen. Sauber ausgeputzt. Und die Schweine sind jetzt hier hinten in der hinteren Box. Habe ich zusätzlich noch ein wenig. Was denn? Ein bisschen Stroh mit Kohl. Da war ja schon welches drin. Bei den Hühnern habe ich ja auch sauber gemacht. So sieht es jetzt hier aus. Die kriegen jetzt noch ein Futter. Frischen Sand haben sie ganz normal wie immer. Haben wir ja da. Und ein frisches Wasser. Ja. So sieht es da aktuell aus. Denen geben wir jetzt noch ein Futter. Die Schweine noch ein gutes Nachthupferl. Und dann fahren wir den Mist noch weg, da mache ich noch die Pferde hinten, da kommt morgen der Schmied. Das kann ich leider nicht mitfilmen. Ich glaube nicht, dass ich meinen Hufschmied freue, wenn ich ihn mit aufs Videomaterial nehme. Der beschlägt die Pferde ja nicht, der schneidet ja bloß die Hufe unten rum aus. Gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Aber nötig ist es jetzt nochmal vor dem Winter und dann erst wieder im Frühjahr, ist jetzt nochmal Februar oder März oder sowas in den Dreh dann wieder. Durch das, dass heuer nicht viel Gras gewachsen ist, sind die Hufe auch nicht so extrem gewachsen. Weil das ist bei den Pferden und beim Esel extrem. Wenn viel frisches Grün immer steht und die Koppel ständig versetzt wird, dann wachsen die Hufe extrem lang. Das klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Haben wir beobachtet, dieses Jahr hat es viel Grün gegeben. Und ja, das Resultat ist, ich hatte dieses Jahr den Hufschmied erst zweimal da. Sonst normalerweise alle anderthalb Monate. Aber passt ja. Gut, füttern wir sie mal. Hopp, nimmt er. Ja. Ein guter Nachthupferl. Sonnenblumenkerne, da freuen sie sich.
Ja, hier unten habe ich auch noch was ergänzt. Da hat ein Brett gefehlt. Da war ja hier drüben ein kleiner Spalt. Den habe ich jetzt da mal zugemacht mit einem Bullen. Und ja, dann passt es. Ja, da haben wir die Schweinchen. Die sind schon ordentlich gewachsen, gell? Feigelchen und Schmudi. Schmeckt's? Wie ein Schwänzchen. Ja, weil es da immer heißt, die Schwänze sind angefressen. Also überhaupt kein Problem bislang. Weder beim einen noch beim anderen. Ich sage ja, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Spielzeug haben sie genug in Form von Ästen und Laub und Erde. Und ja, da liegen aber alte Dachziegeln da. Habe ich erst gedacht, muss ich aufpassen mit den Dachziegeln, aber überhaupt nicht. Die wissen, was sie tun. Ein großer Sandsteinblock liegt draußen, den haben sie auch mal durchs Gehege gebollert. Also die sind fleißig beschäftigt. Noch sind sie klein genug und passen hinten in die Futterraufe rein, in den Futterdruck. Na, dann lassen wir euch mal mampfen, ne? So. Ja, wie gesagt, ich habe die jetzt in die Box umgelegt. Das ist auch bloß Wasser, was hier ein wenig runtergelaufen ist. Und da hüben habe ich eben auch mit Wasser rausgespült. Da ist es ja schon wieder recht trocken, aber da hinten, das habe ich gescheit ausgefleit. Dass das wieder sauber ist. Das kann jetzt austrocknen. Und beim nächsten Mal ausmisten können sie dann wieder in die vordere. Und dann kann ich immer die Boxen noch hin und her wechseln. Weil solange ich nur die zwei Eber habe, beziehungsweise den kastrierten Eber und den Eber, ist das ja kein Problem. Da geht es ja wunderbar. Zusammenspannen und einfach die Boxen tauschen. Ja, und da sieht man schon, da haben sie fleißig gebuddelt. Und ja, den Sandsteinbrocken da, den haben sie mir durch das ganze Gehege hier gebollert. Kraft haben sie ja wie Sau. So. Dann machen wir da gleich Feierabend. Ja, und dann würde ich sagen, verfahren wir noch schnell den Mist. Dann ist der auch gleich weg. So, bloß noch schnell das Garagentor zugemacht und eine Mütze aufgesetzt. Die Luft ist nämlich doch recht kalt. Und dann düsen wir mal schnell hinter.
Und weil wieder die Frage kam, warum stehen die Maschinen eigentlich auf Hackschnitzel? Ja, die sollen so arg, ganz klar. Außerdem, wir müssen die Hackschnitzel ein wenig befeuern. Die brennen besser, wenn sie mit Öl getränkt sind. Nee, natürlich nicht. Ich hab's ja schon mal gesagt, die Hackschnitzel, die hier drin liegen in der Halle, die haben wir hier drin liegen, weil hier ein schönes Lager ist, da bringt man keinen Dreck weiter rein, da kommt kein Heu und Stroh rein. Wir hatten sie zeitweise mal drüben in der Scheune gelagert. Das ist aber ein blöder Platz dafür. Da hast du dann immer das Heu und Stroh, was von oben runter bröselt. Das ist nicht so schön. Und hier drinnen, das sind dann wirklich die reinen Hackschnitzel. Ja, selbst wenn im Winter mal die Schlepper nass sind oder was, also das macht normalerweise überhaupt nichts. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Und wie gesagt, also die Maschinen tropfen auch nicht, deswegen ist das auch nicht so. Das ist einfach schlichtweg das Lager. Wir nehmen es dann immer mit der Schaufel hier raus. Und der Vorteil ist halt, das sind zwei Fahrzeuge, die kannst du normalerweise einfach rausfahren. Drüben den Kipper müsstest du erst anhängen, wenn du drunter willst. Und so bietet es sich an. Weil ich aber gerade gesagt habe, normalerweise, naja, aktuell ist bei uns der IHC ein bisschen ein Sorgenkind. Ich habe ja schon gesagt, der startet ein wenig schlecht. Wir haben den, oder ich habe den Anlasser ausgebaut, mein Vater hat den dann zerlegt. Ja, also da ist jetzt ein bisschen ein Loch. Batterie ist selbstverständlich natürlich abgeklemmt, keine Angst. Ja, auf alle Fälle, der ist ausgebaut worden und ja. Wir haben es uns schon gedacht, dass vom Anlasser kommen wird. Da ist innen die Wicklung total verschmort, der ist innen hier komplett kaputt. Jetzt hat er gesagt, ich schau da mal auf der Erbe drinnen, was er an Teile noch herkriegt. Oder was sie vielleicht drinnen haben. Und ansonsten bestellt er. Und dann schauen wir mal, ob wir den alten Anlasser wieder hinkriegen. Oder ob wir dann einen neuen kaufen müssen. Das wird sich zeigen, aber da mache ich mir jetzt da mal keinen Kopf. Jetzt können wir ja mal spaßeshalber gucken. Vielleicht ist der alte noch da. Zerlegt hatte er nicht zumindest hier unten. Ich gehe aber fast davon aus, den würde er mit reingenommen haben. Wir können ja mal spaßeshalber gucken. Nö. Den hat er mitgenommen. Nee, kein Anlasser da, aber gut, das wird man kriegen. Wird man sehen. Nee, hier drüben liegt er auch nicht. Der wollte, wie gesagt, mal gucken, was er drin findet und dann wird er gerichtet und dann kommt er wieder rein. Man muss sowieso dazu sagen, das ist nicht mehr der erste Anlasser, weil der originale IHC-Anlasser, der rote, der mal dran war, ist auch schon mal ausgeschlachtet worden, weil der kaputt war. Und naja, jetzt ist halt der aufgearbeitet. Jetzt wird es wieder einige Leute geben, die sagen dann wieder, ja, der Bulldog hat doch erst 1956 Stunden. Wieso? Warum ist das alles kaputt? Ja, wie ich schon so oft sage, unsere Schlepper, die laufen halt nicht viele Stunden auf einmal, dass du die einmal anmachst und dann arbeitest du stundenlang, sondern unsere Schlepper, die arbeiten, bis die mal eine Betriebsstunde haben. Einige Male Mistverfahren oder sowas. Also, es sind halt viel kurze Sachen gewesen, die mir da mitgemacht worden sind. Die letzten Jahre war es dann nicht viel im Bewirtschaftung Grünland. Da war es bloß das Ackerbauzeug, da hattest du mal ein paar Stunden und dann ist er wieder bloß für Kurzstrecken gelaufen, schneller mal an, mal reisig verfahren, schneller mal an und dorthin fahren. Das stetige An und Aus, da kann der Anlasser schon mal irgendwo kaputt sein. Ja, es ist halt einfach so, ja, da kommt ein neuer rein oder beziehungsweise wir richten den alten wieder und dann geht es wieder. Also mit den Stunden, wie gesagt, das stimmt schon, viele Stunden mag er nicht haben, aber kaputt gehen tut halt übers Alte doch was. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, der Bulldog hat nicht nur 1956 Stunden, also nix, sondern der ist halt auch 34 Jahre alt. Und in einem 34 Jahre alten Schlepper kann durchaus einmal was kaputt gehen. Also da tue ich mich nicht ab. Zum Beispiel bei meinem Grame da, beim einen, da war der Anlasser auch komplett kaputt. Den hat er auch zerlegt. Der ist schrottreif, den haben wir gleich weggeschmissen. Ja. Das ist halt, wie gesagt, wenn die Schlepper nicht viel Stunden machen. Der IHC, das ist halt auch in letzter Zeit so gewesen, oder im letzten Jahr, nachdem der K15 nicht mehr gescheit gelaufen ist, dann habe ich viel den da vor der Lore gehabt zum Mistverfahren. Ja, da fährst du zweimal die Woche die Lore weg, im Winter. Und das sind immer, ja, ich sage mal, wenn du den Schlepper anmachst, höchstens 10 Minuten, wo er am Stück läuft.
10 Minuten schnell den Mistverfahren Bulldog aufräumen. Und das zweimal die Woche und das über den ganzen Winter. Könnt ihr euch ja vorstellen, ich meine, da war die Batterie irgendwo da nochmal platt, weil die lädt sich da natürlich auch nicht auf. Und ja, das ist halt einfach so. Deswegen bin ich froh, wenn ich jetzt den K15 dann nochmal fertig habe. Motor ist noch in Arbeit. Das wird schon hoffentlich noch. Also ich hoffe, bevor das große Sauwetter kommt. Mein Plan geht halt nicht auf. Das ist halt einfach die Krux. Ich sage ja, ich habe gehofft, mit Glück, dass er mir im Oktober fertig wird. So, jetzt haben wir gleich November. Immer noch nichts passiert. Ja, wie gesagt, ich warte halt auf die Teile vom Motor. Das ist ja eigentlich nur noch dieses Drum jetzt. Der Rest ist fertig. Die Spurstangen richten, die Lenkung machen und das Getriebe mal aufmachen zum Öl wechseln und den Schaltknauf oben kontrollieren. Aber mein Gott, alles zu seiner Zeit. Wir werden schon fertig irgendwann. Ja, ich warte ja jeden Tag drauf. Mein Vater hat mir wieder Bilder mitgebracht. Es wird so langsam, hoffe ich. Ich kann ja da mal wieder ein paar aktuelle Bilder noch auf Instagram setzen, wenn ich habe. Und auf Facebook. Ja, wie bin ich auf Facebook und Instagram zu finden? Ich setze mal den Link unten jetzt unter das Video. Und wenn ich dran denke, dann werde ich es natürlich in der Kanalinfo auch noch ergänzen. Dann wisst ihr genau, wo ihr mich da findet. Ich bin ganz normal unter meinem Namen zu finden. Michael Fischer bzw. Michel Fischer. Und da könnt ihr dann nochmal die Bilder angucken, die ich halt immer mal so reinsetze. Ist nicht die Welt, aber halt nur das Aktuellste. Gut, dann sind wir hier durch. Ich gehe jetzt noch auf in den Pferdestall. Und dann habe ich auch Feierabend für heute. Zeitlich ist es jetzt, naja, 16:45 eigentlich. Das passt. Ich habe die Schweine heute wegen Ära eingesperrt, weil wenn ich jetzt dann mit dem Stallgar durch bin, ist dunkel ja jetzt, wir hatten Uhrenumstellung. Übrigens, seid ihr da alle gut reingekommen? Ja, jetzt muss man sich dran gewöhnen, da muss man sich wegen Ära einsperren, bevor es dunkel wird. Die Hühner waren eh schon drin, also habe ich mir gedacht, dann können sie doch gleich nein. Wenn sie nein wollen, soll so sein. Na gut, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's für dieses Video. Ich hoffe, das hat wieder ein bisschen Spaß gemacht, hat euch gefallen. Ich sage wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder alle dabei wart. Ich freue mich wieder über die Kommentare. Auch wenn ich in letzter Zeit, ehrlich gesagt, ein bisschen langsam bin mit Beantworten. Ja, so ist es halt einfach. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz normal am Freitag um 16 Uhr wieder. Das heißt, wenn bis dorthin nicht die Kabel oben abgesteckt sind und ich kein Internet mehr habe. Also es kann durchaus passieren, dass die Woche jetzt kommt. Ich hoffe, das Video hier kriege ich noch geladen, aber wir werden sehen. Also gut, in diesem Sinne, Servus miteinander.